Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses Video hier komplett anschauen würdet, denn ich habe mir sehr viel Mühe im Schnitt gegeben. Viel Spaß! Oh! Macarena! Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache gerade eine Mars Tissue Hydra Bomb Honigblütenmaske. Wow! Und hoffe, dass ich danach nicht mehr so hässlich bin. Nur wenige Minuten später. Jetzt nicht so geklappt. Ich habe mir übrigens so ein Laserschwert bestellt und mitgenommen nach Holland. Und das hat so eine tolle Funktion, dass man Sachen einsagen kann. Und dann kann man mit dem, was man eingesagt hat, Sprachen lernen, Bubble. Digga, Batterien ist leer. Sandra stinkt nach Scheiße. Das lade ich für Videos hoch, Alter. Du bist ein fettes Arschloch. 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 Liebe meinen YouTube-Kanal. Ey Max, ich habe eine Challenge für dich. Leg dich mal auf den Bauch und jetzt pack die Hände hinter deinen Rücken und versuch hochzukommen, ohne dich auf die Seite zu drehen, sondern nur einfach hochkommen. Das geht nicht. Das geht nämlich nicht. Carola, mach du mal. Hey, ich hab das auf TikTok gesehen, als wenn das wirklich nicht geht. Digga. Geh doch hoch. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich hab das so auf TikTok gesehen, als wenn das so schwer ist, Alter. Es geht nicht, Digga. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Sandra macht jetzt auch die Challenge, dass sie sich auf den Bauch, auf den Boden legt und jetzt musst du hochkommen, ohne dich rüber zu drehen oder über die Seite aufzustehen. Es war auf jeden Fall echt schönes Wetter heute Morgen hier noch in Holland, allerdings hat sich jetzt ein bisschen zugezogen und es ist auch windig, aber wir werden trotzdem gleich rausgehen. Bevor wir allerdings rausgehen, wollte ich Sandra noch ein paar Fragen stellen. Bruder, die ist nicht an. Egal. Weißt du, ich fühle mich hier wieder Boss. Also Sandra, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die du beantworten müsstest, okay? Mein Büro, meine Regel. Alter, deine Schnauze. Ist es über den Berg kürzer als zu Fuß? Ist es nachts kälter als draußen? Ja. Kalte Brötchen schmecken warm besser als lecker, oder? Ja. Nachts fahren Züge schneller als auf Schienen? Nein. Ist blau grüner als gelb? Ja. Sitzt man rechts sicherer als im Flugzeug? Nein. Ein Tisch hat vier Beine, besonders das linke, richtig? Ist der Ofen genauso vorne wie hoch? Ja. Und die letzte Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Vogel? Der hat keinen Schwanz. Was? Ich chill hier nur mit so Vollidioten. Wenn wir jetzt nach draußen gehen, habe ich auf jeden Fall auch einige coole Challenges vorbereitet. Wir haben beispielsweise ein Basketball mit dem ich dieses komische machen wollte, dass man die Kamera auf dem Boden liegt, alle gucken drauf, man schmeißt den hoch und irgendeiner bekommt ihn auf den Kopf. Wir wollten vielleicht ins Aquarium gehen. Also nicht ins Aquarium rein, sondern in so ein Fischmuseum oder sowas. Sea Life, ne? Ja. Fischmuseum. Alles meine Pokale. Digga, bin ich denn dumm? Ey! Ey! Das kann aber nicht wahr sein, ne? Zwei Flaschen. Pack mal das Bein dahinter. Jetzt hoch, das Bein. Und jetzt das andere nach hinten. Hast du dein linkes Bein auf der linken Seite von der Laterne nach hinten. Jetzt musst du hochkommen. Kommst du hoch? Ein paar Sekunden später. Hey, kommst du wirklich nicht weg? Und hier sitzen alle, gucken nur so. Als wenn das nicht geht. Sandra, du brauchst gar nicht lachen, du bist nicht mal um die Laterne rumgekommen, Alter. One hour later. Die versuchen Max jetzt zu dritt da wegzukriegen. Ey, als wenn es so schwer ist. Als wenn. Yeah!
schwöre, es geht nicht. Es geht nicht, nein. Okay, sollen wir jetzt gehen? Digga, es geht Sandra, du stehst vor der Kamera. Alter Schwede. Tut so, als hätte er uns nicht. Bruder, hör mal auf. Jetzt hier vorne. Wir machen jetzt die Basketball-Challenge, Freunde. Das heißt, ich lege die Kamera hier hin. Wir gucken alle in die Kamera, werfen den Ball hoch und bei wem er auf den Kopf fliegt, der ist ein Opfer. Keine. Oh mein Gott. Das ist wieder du. Tschüss. Wirf hoch. Meine Blute. Ich hab's übel Schiss, Leute. Ich schwör's euch. Überhaupt nicht gelohnt, diese scheiß Challenge. Angekommen an der Strandpromenade, meine lieben Freunde. Es ist überhaupt nicht windig. Da ist der Strand auf jeden Fall. Hier bin ich, hier sind die anderen. Da ist Max und wir gehen jetzt ins Sea Life. Also, okay, Fischmuseum. Hauptsache, wir gehen hier ins Sea Life und das erste, was man sieht, ist eine Kuh. Die macht so. Sandra, hast du schon Bock, die ganzen Wasserschlangen zu sehen? Halt die Fresse! Sandra hat unnormal Angst vor Schlangen und hat gerade die Verkäuferin vorne, die Holländerin ist, hat sie auf Deutsch, Englisch gefragt, are there water snakes? Und sie so, no, they won't come to you. Und Sandra nur so, what? What? Boah, Digga. Mal an, Alter, wie die aussehen. Dagegen bist du ja ein schöner Wollebrocken, ey. Er sieht echt aus wie eine Kuh. Die Fische sehen einfach aus, als wären die alle am Schlafen. Guck mal, die chillen einfach auf der Stelle. Sandra meckert die ganze Zeit, dass das hier für sie nicht 17 Euro wert ist, ne? Alter, nicht mal 50 Cent, Mann, diese fast Fische, Alter. Stell dir mal vor, ihr schwimmt so in der Nordsee und tretet auf so ein Ding drauf. Oder auf so ein Teil. Oder halt auf so ein Ding, Alter, ich heule. Guck mal, hier chillt einfach so ein Hummer in der Ecke. Stell dir mal vor, ihr schwimmt in der Nordsee und dann knackt ihr euch da eure Füße ab, Alter. Das ist jetzt eine unpopular opinion, aber ich schwöre, jeder Zoo oder Sea Life oder keine Ahnung hat halt immer ein Gehege, wo nichts drin ist. Einfach nur so, hey, da ist eigentlich das, aber der ist nicht mehr da. Digga, der hat mehr Bart als ich, Alter. Warte, wenn der einmal zwinkert jetzt, dann ist er Abonnent von der Luke-Crew. Ja, schade. Das Scheiße. Ey, ich will, dass der richtig auf Jagd geht jetzt. Was soll der denn hier jagen, Digga? Steine oder was? Der hat einfach absolut gar keinen Bock. Eine Schlange. Das ist halt der schönste Fisch, den ich je gesehen habe, ne? Voll krass, dass Sandra auch hier ist. Bruder, wir denken die ganze Zeit, der ist nicht echt. Ich dachte auch, das wäre eine Leinwand. Das ist alles echt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, geh weg. Ich habe richtig Angst hier drin, Alter. Stell dir mal vor, das bricht ein. Ey, was geht, ey? Da ist einfach irgend so ein Einhornfisch mit so einem Horn vorne auf seiner Nase drauf. Ey, was ein armes Leben von den Quallen. Die chillen einfach in so einem kleinen Kreis, werden mit einer Strömung im Kreis gedingst und werden verschieden angeleuchtet. So, also klar, irgendwo chillig, aber irgendwo auch nicht so geil. Der Grund, warum wir jetzt in dieses Sea Life gegangen sind, war eigentlich, dass wir Pinguine sehen wollten. Und welche Tiere sind nicht hier? Pinguine. Die sind schon schlafen in ihrem Häuschen. Egal, dann gehen wir jetzt was essen. Wir haben jetzt aufgegessen. Eigentlich wollte ich das vorher filmen, aber ich hatte viel Hunger. Alle sind übrigens auch schon fertig, außer Sandra. Die frisst immer noch ihr komisches Ribeye. Dich, Luca. Habt ihr vielleicht ein paar nette Worte, die ihr an Luca sagen wollt? Wir hassen dich, du bist scheiße. Ja. Wir sind alle irgendwie extrem müde und ich bin gerade irgendwie nach unten gegangen zu den anderen und ich komme hier an und Sandra hat plötzlich Nutella in der Fresse. Dich, das ist Hello Buddy. Das ist deine Scheiße bestimmt, Alter. Siehst du mal einen Willst du da rein? Nein, dann hat die Fresse. Wachst du deine Kacke denn da weg? Morgen oder so. Morgen? Ich tauche jetzt ab. Wo ist Sandra? Sandra meinte, sie hat einen krassen Zaubertrick gelernt, den wir sie uns jetzt zeigen. Pfui! Wie ihr seht, jetzt bin ich noch da! Drück zu! Hä? Wo ist Sandra? Was? Sandra hat uns gerade erzählt, dass sie es über alles hasst. Nicht, wenn man irgendwie mit den Fingernägeln an der Tafel kratzt oder irgendwie sowas, sondern wenn man was? Mit einem Taschentuch auf die Backenzähne beißt. Bist du vom Dummheitsbaum gefallen oder was? Ich habe das in Liebe auf Facebook damals andauernd irgendwelche Liebesnachrichten geschrieben, aber bis jetzt noch nicht geantwortet. Sag mal, was du so beispielsweise geschrieben so, hast. Ich liebe dich über alles. Wir hatten eine Justin Bieber-Fan-WhatsApp-Gruppe. Ja, mit so über 200 Leuten aus ganz Deutschland. Nein! Ich schwöre doch. Was ist denn bei ihm kaputt, Digga? Late Night Snack, Pizza Tonno mit Knoblauchsoße. Schmeckt echt beschissen. Ja, du chillst da mit deiner Bettdecke, deiner Pizza und mit Aioli und hast Scheiße in der Fresse.
12 seconds later. Sandra, wenn du jetzt nichts sagst, sollten die Leute dem Video einen Daumen hoch geben und mich abonnieren. Sehr gut. Und an der Stelle würde ich den heutigen Vlog jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Das war unser letzter Tag in Holland. Die letzten beiden Tage habe ich ja zusammengepackt zu einem Vlog. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade vernünftig überhaupt erkennen kann. Morgen früh fahren wir auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland. Deswegen würde ich den Vlog an der Stelle schon mal beenden. Wie gerade schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne meinen Kanal unter dem Video. Wollt ihr mehr Vlogs, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und jetzt kommt der Outro.